Guten Abend und herzlich willkommen zur Auftaktveranstaltung der K-Universale Vorlesungsreihe im Wintersemester 2021. Mein Name ist Kerstin Schmidt, ich bin Professorin für Amerikanistik hier an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Zusammen mit meinem Eichstätter Kollegen Joost van Loon, Professor für Soziologie, bin ich zuständig für Idee und Konzept dieser Reihe. Der Titel der Reihe war uns wichtig. Er lautet zur Frage der Solidarität, Konzepte, Kontroversen, Perspektiven. Insbesondere im Kontext multipler Krisen erfährt die Idee der Solidarität verstärkte Aufmerksamkeit. Forderungen nach mehr Solidarität sind allgegenwärtig. Und mehr Solidarität wird bisweilen leichtfertig und unhinterfragt als vielversprechender, wenn nicht einzig tragfähiger Lösungsansatz in herausfordernden Zeiten dargestellt. Wie diese Solidarität dann genau aussehen soll, wird selten ausbuchstabiert. Allzu oft bleibt es bei der vagen, oberflächlichen Forderung, die sich ohne Zweifel gut macht und politische Reden geradezu unangreifbar erscheinen lässt, die aber droht, nur mehr zur Phrase und letztendlich zur Lehrformel zu werden. Nach unserem Verständnis fokussiert die Analyse des Begriffs Solidarität auf die Frage, was eine Gesellschaft zusammenhält, wie eine Gesellschaft auf eine politische, soziale Krise reagiert. In diesem Sinn hat Solidarität als Begriff, Problem und Kategorie des Denkens eine lange Reihe von Disziplinen beschäftigt: Philosophie, Soziologie, Rechtswissenschaft, Psychologie und viele andere mehr. Individualisierte Massen ziehen daraus die Kraft zur sozialen Bewegung. Fridays for Future, Black Lives Matter sind nur einige Beispiele dafür. Die Geschichte der Arbeiterbewegung allein bietet noch viele Beispiele mehr. Solidarität verschafft dem sozialen Band einer fragmentarisierten Gesellschaft aber auch eine gewisse Elastizität. Gegenwärtig wird eine demokratische Solidarität gerne als Kernbegriff zwischen Nationalstaatlichkeit und Globalisierung profiliert. Und Solidarität spielt eine entscheidende Rolle in Überlegungen zu einer Weltgesellschaft. Denkt man an die USA, was gegenwärtig gelegentlich vorkommen dürfte, stellt sich die Solidarität als vermeintliche Opposition zum Mythos der Selbsterschaffung und der Idee der Eigenverantwortlichkeit. Das Aufeinander-Angewiesen-Sein, das man aber auch in den USA sehr stark erfahren hat, hat Emil Durkheim zum Beispiel als organische Solidarität bezeichnet. Die Idee der Solidarität impliziert auf alle Fälle das Prinzip der Mitmenschlichkeit, des aus freien Stücken heraus Helfens. Und das wiederum macht Solidarität aber auch nicht einklagbar und offen. Diese nur knapp und als Einstieg skizzierten Problemlagen veranlassten uns, schon im Titel der Reihe von der Frage der Solidarität zu sprechen. Vermutlich allerdings eine der vielversprechendsten Fragen, die man sich und der Gesellschaft gegenwärtig stellen kann. Das Ziel unserer Reihe zur Frage der Solidarität ist daher eine kritische und multiperspektivische Kontextualisierung der großen Idee. Sie soll historische und aktuelle Kontroversen in den Blick nehmen, soziokulturelle und epistemisch-politische Voraussetzungen ausleuchten und die Problemlagen des Solidaritätsbegriffs nahebringen. Dazu haben wir uns Gäste eingeladen, die mit Vorträgen aus Philosophie, Soziologie, Theologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaften, Amerikanistik, den postkolonialen Studien sowie den Gender Studies kritische Perspektiven zu Grenzen, aber auch zu Möglichkeiten von Solidarität zur Diskussion stellen. Wir beschäftigen uns mit der Frage zur Solidarität in der Gewerkschaftsbewegung. Das wird gleich nächste Woche der Fall sein. Kollege Dörre aus Jena kommt zu Besuch. Wir beschäftigen uns mit der Solidarität des Marktes. Das macht mein Kollege Althammer vom Campus der KU in Ingolstadt. Aber auch die Solidarität mit Geflüchteten wird Thema sein. Dazu haben wir Kollegin Heimbach-Steins aus der Theologie in Münster eingeladen. Der Wert der Solidarität aus philosophischer Perspektive wird von Andrea San Giovanni vom King's College in London ausgeleuchtet. Und zum großen Nein des gesellschaftlichen Protests spricht Kollege Nassehi aus München.
Giovanna Corvi von der Universität Trento in Italien wird zu Poetik der Gewaltlosigkeit sprechen und zum Topos von Brücke und Grenze in antirassistischer und feministischer Praxis haben wir virtuell Chandra Talpade Mohanty eingeladen, Postkolonialismus-Spezialistin aus Syracuse in den USA. Die Beispiele, die sie bringen wird, werden die Grenze USA-Mexiko sein, die Indien-Pakistan und auch die zwischen Israel und Palästina. Mit der Rolle von Bildern, auch viralen Bildern, in der Black Lives Matter-Bewegung setzt sich meine Eichstätter Kollegin Nicole Schneider auseinander und die Solidarität über die Gesellschaft hinaus mit nichtmenschlichem Leben, die thematisiert Frank Adloff aus Hamburg in seinem Vortrag. Das Programm bietet auch eine Lesung, und zwar der Bachmann-Preisträgerin, Schriftstellerin und Aktivistin Sharon Dodua Otu. Sharon wird über Formen von Black Solidarity sprechen und über die Black Lives Matter-Bewegung in transnationaler Perspektive. Und wenn Sie mir nur den einen Satz als Amerikanistin zur Wahl erlauben, dann würde ich im Zusammenhang mit der Black Lives Matter jetzt sagen, we can breathe again. Manche Vorträge, das haben Sie gesehen, sind in englischer Sprache. Vereinzelte Vorträge werden auch nur teilweise als Vortrag stattfinden, sondern ein Podiumsgespräch beinhalten. Dies wurde zum Beispiel von Chandra Mohanty und Sharon Otu explizit gewünscht, zum einen, um das Dialogische als Diskussionsformat zu stärken, aber auch, weil das virtuelle Format für lange Vorträge manchmal nicht ganz so gut geeignet ist. Bei der K-Universale handelt es sich in allererster Linie um eine Lehrveranstaltung, die in interdisziplinärem Format Studierende der verschiedenen Fächer ansprechen und zusammenbringen soll. Und ich darf sagen, dass sich beim Thema Solidarität die Zahl der teilnehmenden Studierenden vervierfacht hat. Gleichzeitig ist es eine offene Veranstaltung für Interessierte von, wie soll ich sagen, from all walks of life. Damit soll nicht zuletzt die Universität stärker verknüpft werden mit der Welt da draußen um uns herum. Pandemiebedingt ist es uns nicht möglich, ein Publikum hier vor Ort zu haben. Wie Sie gesehen haben oder es gerade sehen, gibt es zu allen Vorträgen einen Livestream über Facebook und YouTube-Kanal der KU. Und das ist vermutlich einer der sehr spärlichen Vorteile der virusbedingten virtuellen Existenz. Es war uns noch nie möglich, so viele Personen zu erreichen. Auch wenn viele von uns die wirkliche körperliche Präsenz so sehr vermissen und vorgezogen hätten. Damit wir allerdings dennoch nach dem Vortrag eine Debatte haben, weise ich vorsorglich jetzt schon darauf hin, dass es die Möglichkeit gibt, Fragen und Kommentare in den Facebook-Chat zu schreiben. Die Fragen werden mir weitergeleitet, ich stelle sie für Sie, das heißt so viele, wie mir möglich sind, denn spätestens um 19.45 Uhr müssen wir zu einem Ende kommen. Spätestens jetzt, wenn ich über organisatorische und technische Aspekte spreche, ist es mir ein Anliegen, mich auch im Namen von Joost van Loon bei Michael Winkelmann zu bedanken. Herr Winkelmann ist für die Organisation der Reihe zuständig und erledigt diese Aufgabe professionell, umsichtig und mit großem Engagement. Ich bedanke mich auch beim Team von Menschenbewegung, denn ohne sie würden wir, zumindest ich, die technischen Voraussetzungen nicht bewältigen. Und wenn ich schon dabei bin, möchte ich mich auch bei den Kooperationspartnern bedanken, der Katholischen Erwachsenenbildung und der Bayerischen Amerika-Akademie in München. Der heutige Tag, der 9. November, eignet sich wie kein zweiter für eine Vorlesungsreihe zum Thema Solidarität. Eine sehr kurze geschichtliche Erinnerung zeigt dabei, wie sehr sowohl Trauer, Scham und Entsetzen den 9. November prägen, aber auch Jubel, Hoffnung und Courage. Selten liegt das so nah beieinander wie am 9. November. An diesem Tag im Jahr 1989 fiel nach einer missglückten Presseerklärung von Günter Schabowski die Berliner Mauer. An diesem Tag im Jahr 1939 scheiterte der Versuch des Widerstandskämpfers Georg Elser, Adolf Hitler zu töten. An diesem Tag im Jahr 1938 fielen die Nazis in der Pogromnacht über die Juden her.
An diesem Tag im Jahr 1923 putschte Hitler in München. An diesem Tag im Jahr 1918 rief Philipp Scheidemann die Deutsche Republik aus. Und an diesem Tag im Jahr 1848 wurde der demokratische Freiheitsheld Robert Blum vom Militär des Habsburger Kaiserreichs ermordet. Blum war Abgeordneter des Paulskirchenparlaments, der gewählten Volksvertretung, naja, gewählt zumindest von männlichen, volljährigen und selbstständigen Staatsangehörigen. Viele von Blums Weggefährten flohen damals in die USA, heute kaum denkbar, auch nicht ratsam, zumindest nicht bis vorgestern. Der 9. November vereint Ereignisse, die deutlich machen, dass Deutschland, wie es hieß, ein schwieriges Vaterland ist. Und welch vertane Chance, dass man sich nicht getraut hat, den 9. November zum offiziellen Feier- und Gedenktag zu machen. Der Tag macht nachdenklich und man kann von ihm lernen. Und dass man von diesem Tag lernt, ist auch das Verdienst unseres heutigen Gastes. Denn um am 9. November über Solidarität zu sprechen, eignet sich kein zweiter wie unser heutiger Gast und Auftaktredner der Reihe. Es ist mir eine Freude, dass Wolfgang Benz unsere Einladung angenommen hat. Professor Dr. Wolfgang Benz ist einer der renommiertesten deutschen Zeithistoriker. Er lehrte von 1990 bis 2011 an der Technischen Universität Berlin und leitete das dortige Zentrum für Antisemitismusforschung. Benz studierte Geschichtswissenschaft, politische Wissenschaft und Kunstgeschichte in Frankfurt am Main, Kiel und in München. Er wurde 1968 bei Karl Bosel an der Ludwig-Maximilians-Universität in München promoviert. Von 1969 bis 1990 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für Zeitgeschichte in München. 1985 gründete Benz die Dachauer Hefte mit und gibt sie seitdem heraus. 1986 führte ihn eine Gastprofessur an die University of New South Wales in Sydney. 1992 erhielt er den Geschwister-Scholl-Preis, aber das wäre nur ein Preis unter vielen, die ich hier nennen könnte. Seit 1992 gibt er die Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, seit 2001 das Handbuch der deutschen Geschichte mit heraus. Er arbeitet auch häufig mit der Bundeszentrale für politische Bildung. In seinen Forschungen und Veröffentlichungen beschäftigt sich Wolfgang Benz mit Vorurteilen und ihren Ausprägungen in Antisemitismus, Antiziganismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Er mischt sich ebenso in aktuelle gesellschaftliche Debatten und kritisiert Fremdenfeindlichkeit und die Abgrenzungsparolen, wie sie etwa von Pegida verbreitet werden. Einige von Benz' Veröffentlichungen gelten als Standardwerke der Geschichtsforschung zur Zeit des Nationalsozialismus und zu den Abläufen des Holocaust. Darunter die Enzyklopädie des Nationalsozialismus 1997 und das mehrbändige Handbuch des Antisemitismus. Auch sein Buch »Was ist Antisemitismus?« 2004 gehört dazu. Oder die mit Barbara Diestel herausgegebene neunbändige Reihe »Der Ort des Terrors« 2005, die eine der umfassendsten Darstellungen des NS-Lagersystems ist. Wolfgang Benz wirkt in zahlreichen Beiräten mit, unter anderem auch dem Wissenschaftlichen Beirat des Jahrbuchs für Islamophobieforschung. Als Vorurteilsforscher untersucht er auch in komparatistischer Weise Feindbilder, Phänomene der Ausgrenzung und der manichäischen Einteilung in Gut und Böse, wie sie anderen Bevölkerungsgruppen entgegengebracht werden. Das kann man in verschiedenen Publikationen nachlesen, zum Beispiel in seinem 2010 veröffentlichten Werk »Die Feinde aus dem Morgenland – Wie die Angst vor den Muslimen unsere Demokratie gefährdet«. Abschließend nenne ich nur zwei Veröffentlichungen aus dem aktuellen Jahr, und zwar »Protest und Menschlichkeit«, die Widerstandsgruppe Onkel Emil im Nationalsozialismus und »Vom Vorurteil zur Gewalt – politische und soziale Feindbilder in Geschichte und Gegenwart«. Das Thema heute Abend ist November 1938, Solidarität in der Reichskristallnacht. Ich darf Sie alle vor Ihren Bildschirmen bitten, mit mir, leider eben nur virtuell,
Herrn Professor Dr. Wolfgang Benz zu begrüßen. Ich übergebe das Wort an ihn und bedanke mich sehr, lieber Herr Benz, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Danke. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Thema Solidarität in der Reichskristallnacht. Es wird keine sehr erfreuliche Vorlesung sein können. Im Pogrom gegen die jüdischen Bürger schlug am 9. November 1938 die Stunde der Bewährung für alle, die Humanität, christliche Moral, bürgerlichen Anstand und Solidarität mit Hilfsbedürftigen ernst nahmen. Es waren aber nicht viele, die den misshandelten und verfolgten jüdischen Mitbürgern, Freunden, Kollegen Hilfe leisteten, sie verbargen, ihnen zur Flucht halfen, sie im Untergrund schützten. Den Berichten über Solidarität und Hilfe steht die Erkenntnis gegenüber, dass die Mehrheit schweigend die Ereignisse hinnahm, dass viele sich vor dem Regime duckten oder sich gar vom Judenhass angesteckt dem Mob auf der Straße anschlossen. Die Reichskristallnacht war ein Lehrstück für geübte, vor allem aber für verweigerte Solidarität. Auf dem Berliner Kurfürstendamm beobachten an diesem Abend zwei Offiziere der deutschen Wehrmacht den Pogrom gegen die jüdischen Bürger des Deutschen Reiches, den der Volksmund Reichskristallnacht nannte, für den hilflose Betroffene neuerdings das monströse Wortungetüm Reichspogromnacht erfanden. Die Offiziere damals schämen sich. Sie erheben die Stimme, mahnen zur Vernunft und zum Anstand. Der wütende Haufen verjagt sie unter Drohungen. Es war ein missglückter Akt der Solidarität. Das war in der Londoner Times 2 Tage nach dem Ereignis so zu lesen. Zum Entsetzen, mit der die Welt nach Deutschland blickte, gehörte das Erstaunen, dass nicht nur fanatische Nazis die Täter waren. Schweigendes Gaffen der Mehrheit, klammheimliche und offene Freude Unbeteiligter über die Not der Juden kennzeichneten das Geschehen. Nicht nur SA-Leute und andere Parteigenossen, die angeblich auf Befehl Synagogen in Brand steckten, jüdische Geschäfte zerstörten, Wohnungen verwüsteten, Menschen verhöhnten, misshandelten und zu Tode hetzten, waren die Täter. Zu viele sahen das Treiben nur in gleichgültiger Apathie, wohl auch in schweigender Ablehnung, und zu viele sahen die Katastrophe mit freudiger Erregung und zu viele ließen sich anstecken und wüteten wie die Täter, die in Uniformen der SA, der SS, der NSDAP auftraten oder in ziviler Kleidung, um den angeblich jäh aufwallenden Volkszorn, den Goebbels befohlen hatte, zu agieren. In der Nacht dieses 9. November 1938 begann der Holocaust. In den Tagen danach ließ das NS-Regime die Maske fallen, enthüllte seine wahre Natur. Als Vorwand diente das Attentat des 17-jährigen Herschel Grünspan auf den Legationssekretär Ernst vom Rath in der deutschen Botschaft in Paris. Der junge Jude protestierte mit seiner Tat gegen die brutale Abschiebung von Juden polnischer Nationalität aus Deutschland. Die Nachricht vom Tod des Diplomaten traf am Abend des 9. November die im Alten Rathaus in München versammelten NS-Größen, die dort wie jedes Jahr ihre Traditionsfeier zum Putschversuch von 1923
begehen. Es war der richtige Moment für die Inszenierung des Pogroms. Die Stimmung war durch eine Pressekampagne, die dem Pariser Attentat folgte, schon angeheizt. Hitler und Goebbels verabredeten das Weitere, dann verließ Hitler den Raum und Goebbels legte mit seiner Hasstirade gegen die Juden los, predigte Rache und Vergeltung. Er wurde von den Funktionären der NSDAP und Führern der SA verstanden. Sie gaben die Botschaft weiter an die Unterführer, die Kreisleiter und Ortsgruppenleiter im ganzen Reich. Die Parteigenossen sprangen aus den Betten in Räuberzivil und gelegentlich auch in Uniform, demonstrierten sie ab Mitternacht die angebliche gerechte Empörung des deutschen Volkes. Antisemiten, fanatische Nazis, Mitläufer und opportunistische Nutznießer machten die Straßen zum Ort des Terrors gegen eine Minderheit. Brandstiftung und blinde Wut gegen Menschen und Sachen, die Zerstörung jüdischer Geschäfte, Plünderung, Misshandlung, Mord an jüdischen Bürgern waren grelle Zeichen, dass die Früchte von Aufklärung und Emanzipation im Staat der Nationalsozialisten verachtet und verschleudert wurden. Deutschland demonstrierte der Welt, dass es nicht länger ein Land der Vernunft und des Rechtes sein wollte. Die zivilgesellschaftliche Solidarität, die 5 Jahre vorher bei der Boykottaktion des 1. April 1933 noch von vielen öffentlich agiert wurde, war im November 1938 nirgendwo zu beobachten. Die Schreckensnacht und die ihr folgenden Tage verliefen im ganzen Deutschen Reich, zu dem jetzt auch Österreich und das Sudetenland gehörten, in ganz ähnlicher Form. Vor Gebäuden der jüdischen Gemeinden, vor Synagogen, vor Geschäften und Wohnungen bekannter Juden erschienen die krawallseligen Horden, johlten Judenhass, erbrachen die Türen, verwüsteten das Innere und legten schließlich Feuer. Die Feuerwehr hatte ausdrücklichen Befehl, brennende Synagogen nicht zu löschen. Sie sollte lediglich Nachbarhäuser schützen, wenn der Brand überzugreifen drohte. Im ganzen Land machte sich der von damals honorigen Leuten, SA-Führern, Bürgermeistern, NSDAP-Bonzen geführte Mob das Vergnügen, in jüdische Wohnungen einzudringen, das Mobiliar zu zerstören und verängstigte Juden, angesehene Kaufleute, Rechtsanwälte, Rabbiner und andere Leute von Reputation zu misshandeln und zu demütigen, sie etwa im Nachthemd durch die Straßen zu jagen. Die Aufforderung zum Pogrom durch die NSDAP kam einem bei vielen seit der Kampfzeit der Bewegung brachliegenden Aktionsbedürfnis entgegen. Die in der SA und anderen Gliederungen der Partei organisierten, waren seit langer Zeit wieder einmal zur Ausübung von Gewalt aufgefordert, die sie nun im Konsens mit der Staatsmacht ausleben konnten. Das Bewusstsein, an einer regimekonformen Machtdemonstration teilzuhaben und die Erinnerung an die Kampfzeit vor 1933 bildeten für sie die Hauptmotive der Aggression, der Zerstörungswut gegen Menschen und deren Eigentum. Der Vandalismus der im Pogrom Tobenden sprang aber auf Unbeteiligte über, als Frucht antisemitischer Propaganda, als Folge nationalsozialistischer Indoktrination oder aus dumpfer Aggression, aus entfesselter Sensations- und Zerstörungslust. Beispiele sind gerade
aus kleineren Orten überliefert, vielleicht auch deshalb, weil die Anonymität der Täter dort weniger gewährleistet war als in der Großstadt. Die Reichskristallnacht war das eindrückliche Lehrstück, wie leicht Menschen durch Demagogie zu lenken sind. In Hoyerswerda und Rostock wiederholte sich der psychologische Affekt nach der Wende. In Freital und Cottbus, in Dresden, Chemnitz und vielen weiteren Orten ist die aufbrandende Wut geängstigter und in ihrer Angst von populistischen Scharfmachern bestärkter und aufgestachelter Bürger gegen Minderheiten, Muslime, Flüchtlinge, Asylbewerber, gegen Fremde, das alles ist in unseren Tagen wieder zu erleben. Das Zusammenrotten von Bürgern, die sich unter Anleitung von Demagogen in Bestien verwandeln, ist leicht zu stimulieren. Mann oder Frau mussten im November 1938 nicht Parteigenossen oder obsessive Antisemiten sein, um Gewalt gegen Juden zu üben. In Rostock-Lichtenhagen wiederholten sich 1992 und in Chemnitz 2018 anders inszeniert die massenpsychotischen Entladungen, die in der Reichskristallnacht 1938 das Pogromgeschehen charakterisierten. Entgegen der Selbstbeschwichtigung der Anständigen waren 1938 nicht nur SA-Männer und Mitglieder der NSDAP die Gewalttäter. Entgegen der gern geglaubten Legende, man habe die Aktivisten aus anderen Orten herbeitransportieren müssen, weil Einheimische doch nicht gegen jüdische Nachbarn, Geschäftsfreunde, Mitbürger zu Gewalttaten bereit gewesen seien. Entgegen dieser Legende waren die Ortsansässigen aber mit Lust gewalttätig. Das führten die Prozesse vor Augen, die in den ersten Nachkriegsjahren von der deutschen Justiz geführt wurden. Das beweisen unzählige Erlebnisberichte der Opfer. Das ist den Akten des NS-Regimes zu entnehmen. Die Suche nach Akten der Solidarität mit den Opfern ist mühsam. Die November-Pogrome gehören zu den hervorragend dokumentierten Ereignissen des Dritten Reiches. Das von Goebbels in der Nacht des 9. November entfesselte Geschehen war inszeniert und zentral gesteuert. Die Gewaltakte gegen die jüdische Minderheit waren von Staat und Partei gewollte Demonstrationen. Sie erfolgten keineswegs gegen die Stimmung des Publikums. Viele beteiligten sich freudig. Zunächst Unbeteiligte gerieten rasch in den Sog der vandalisierenden Avantgarde. Neugierige vermischten sich mit den tobenden Fanatikern zum marodierenden, johlenden, gewalttätigen Mob, der sich durch die Gassen des Orts wälzte, dem sich Frauen, Kinder und Jugendliche anschlossen. Sensationslust trieb die Menschen auf die Straße, wo unter dem Eindruck des Geschehens aus Nachbarn plündernde Eindringlinge, aus individuellen Bürgern Partikel kollektiver Raserei wurden. Das lässt sich mit vielen Beispielen belegen. Wegen Beteiligung am Pogrom in Treuchtlingen in Mittelfranken standen 56 Personen, alle Bürger des Ortes, in den Jahren 1946 und 1947 vor Gericht. Unter ihnen befanden sich auch 8 Frauen. Ihr Anteil an der Barbarei erlaubt Rückschlüsse auf die weibliche Mitwirkung, die meist nur durch Hinweise auf höhnisches Lachen aus der Menge heraus, durch gaffende Neugier
oder in der Rolle plündernder, stehlender, wegtragender Passantinnen berichtet wird. Nicht nur in Treuchtlingen waren Frauen wütende Mitwirkende am Landfriedensbruch. So beteiligte sich Sophie O. nicht nur durch anfeuernde Rufe, sie schlug auch Fensterscheiben im Haus eines jüdischen Arztes ein. Nora A. veranlasste die SA zur Rückkehr in ein bereits verwüstetes jüdisches Anwesen und forderte zu weiterer Zerstörung auf mit dem Ruf: Bei Gutmann langt's noch nicht, was alles zusammengeschlagen ist. In einem anderen Haus schlitzte sie Betten und Polstermöbel auf. Zur Brandstiftung der Synagoge schleppte sie das Benzin herbei. Im Schaufenster eines jüdischen Geschäftes zertrampelte sie Waren und einer um Hilfe rufenden Jüdin rief sie zu: Schau, dass du rauskommst, Judensau, sonst erschlagen wir dich. Hannchen B. äußerte vor der brennenden Synagoge ihre Befriedigung und Amalie B. erklärte vor einem jüdischen Anwesen: Schaut's, der Judensau langt's noch nicht, da müssen wir die SA nochmals holen. Worauf ein Trupp die Verwüstungen fortsetzte. Ottilie H. zerstörte die Auslagen eines Geschäfts. Leni K., die große Schulden in einem jüdischen Geschäft hatte, drang mit der Menschenmenge in das Haus ein, um die Geschäftsbücher zu vernichten. Die Geschehnisse des folgenden Tags, des 10. November 1938 in der hessischen Kleinstadt Büdingen, waren sowohl im Grad der Rohheit als auch in der Anteilnahme der Bevölkerung typisch für die Exzesse im ganzen Deutschen Reich. Das Landgericht Gießen stellte dazu Jahre später fest: Zunächst wurden zahlreiche jüdische Einwohner von Büdingen von nicht mehr zu ermittelnden Tätern aus ihren Wohnungen geholt und in das Amtsgerichtsgefängnis gebracht. Am frühen Nachmittag rottete sich eine größere Menschenmenge zusammen, die durch die Straßen der Stadt zog und Gewalttätigkeiten beging. Während zahllose Neugierige von der Straße aus zusahen, drangen einzelne Haufen, zumeist aus Jugendlichen und Schulkindern bestehend, in die jüdische Wohnungen ein, zertrümmerten die Möbel und andere Einrichtungsgegenstände, zerschlugen Fensterscheiben und Geschirr, schlitzten die Betten auf und warfen Möbelstücke, Wäsche und andere Dinge auf die Straße. Diese Umtriebe, die hin und wieder etwas abebbten und später wieder von Neuem aufflackerten, dauerten bis in die Abendstunden. Soweit Zitat aus dem Gerichtsprotokoll. Solchen Tatbestand, der sich auch in Baden-Baden, in Berlin, in Kiel, in Dortmund und Gelsenkirchen, in Salzkotten, in Kleinstädten und Dörfern ereignete, juristisch klassifizierbar als Aufruhr und Landfriedensbruch, als Freiheitsberaubung und Nötigung, rekonstruierte die erste Strafkammer des Landgerichts Gießen Anfang 1949. Einer der Angeklagten, ein Metzgergeselle, war zur Tatzeit 18 Jahre alt. Er gehörte weder der Hitlerjugend noch der NSDAP an, galt als fleißig und tüchtig. Seine Tat bestätigten Zeugen und der Angeklagte selbst. Am Nachmittag des 10. November verließ er nach der Arbeit den Schlachthof, schloss sich einer Menschenmenge an und betrat das Haus der Familie Hirschmann, die mit Zitat: Als hier die annähernd 60-jährige Frau Hirschmann, die mit ihrem gelähmten Mann in der Küche saß, von zwei jungen Burschen die Treppe hinuntergestoßen wurde, folgte er ihnen, fasste Frau Hirschmann auf der Straße plötzlich und trieb sie etwa 300 Meter die Schlossgasse entlang durch die Menge. Er hatte sie dabei an den Kleidern gepackt, schlug auf sie ein und trat sie
mit seinen Metzgerstiefeln, wohin er sie gerade traf. Als einige Jugendliche der alten Frau mehrmals ein Bein stellten, sodass sie zu Boden stürzte, riss er sie jedes Mal wieder hoch, trieb sie weiter vor sich her und schrie, er wolle sie ins Wasser werfen. Unnötig zu sagen, dass das Opfer dem Täter, der zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde, es war der damals 18-jährige Metzgergeselle, dass das Opfer dem Täter nie etwas zuleide getan hatte. So entsetzlich wie unverständlich die Exzesse waren, wenn Jugendliche ohne erkennbare Bindung an den Nationalsozialismus als Täter in Erscheinung traten, so waren die Untaten der Antisemiten und Hitler-Anhänger nicht weniger abscheulich. Die Parteigenossen zeigten sich aber nach dem Untergang des Dritten Reiches weniger tapfer als während des Pogroms. Sie erinnerten sich nicht, wollten nicht am Tatort gewesen sein, beteuerten ihre Unschuld und dass sie nichts gegen Juden hätten, wie ein Mannheimer Apotheker, der in der Kristallnacht als Berserker so gehaust hatte, dass sich seine Berufskollegen im März 1946, mehr als 7 Jahre nach der Tat, wegen seines Menschen- und standesunwürdigen Verhaltens von ihm öffentlich distanzierten. Späte Solidarität mit den Opfern. Die Inpflichtnahme von Kindern und Jugendlichen für den Pogrom durch Erwachsene ist ein Indiz dafür, dass in kleinen ländlichen Verhältnissen wenig Distanz zu den Absichten des Regimes gegenüber der jüdischen Minderheit herrschte. In 2 hessischen Dörfern zog am Vormittag des 10. November unter Führung des NSDAP Ortsgruppenleiters und des Bürgermeisters eine ständig wachsende Menschenmenge umher und übte Gewalt gegen Juden. Etwa 200 Schulkinder waren vom Rektor auf Verlangen des Bürgermeisters unter Führung ihrer Lehrer zur Demonstration befohlen worden. Sie streiften durch die Gemeinde und folgten der Aufforderung, die Fenster jüdischer Häuser einzuwerfen, bis sie völlig außer Rand und Band gerieten. Es gibt Beweise dafür, dass Deutsche im November 1938 Scham empfanden, dass sie erschrocken waren über das, was sie für einen Rückfall in die Barbarei hielten. Die öffentliche Demütigung, Misshandlung und Beraubung einer längst entrechteten Minderheit, deren Angehörige per Gesetz von Vollbürgern zu Staatsangehörigen minderen Rechts herabgestuft waren. Einige wenige haben sich sogar für die Juden engagiert. Beispiele von Zivilcourage, Anstand, Protest gegen die Obrigkeit zeigen die Alternativen zum obrigkeitsfrommen Geschrei, zu wohlfeiler Gewalt, zur Hetze und zum Vandalismus. Es sind die wenigen Proben der Solidarität. Auch in der neuen Synagoge in der Oranienburger Straße 30 in Berlin-Mitte waren SA-Männer erschienen und hatten im Vorraum Feuer gelegt. Die Synagoge war mit 3000 Plätzen und einer prächtigen Innenausstattung einer der prunkvollsten jüdischen Kultbauten in Deutschland. Die aufwendige Fassade und die weithin sichtbare goldene Kuppel demonstrierten auch äußerlich Anspruch und Rang des Gebäudes. Die Brandstifter kümmerte das nicht, aber sie wurden an weiterer Zerstörung gehindert durch den herbeieilenden Vorsteher des zuständigen Polizeireviers 16 am Hackischen Markt, Wilhelm Grützfeld. Der war mit einigen Beamten und bewaffnet mit einem Dokument, das den Bau
als unter Denkmalschutz stehend auswies, in der Synagoge erschienen, hatte die SA-Männer davongejagt und die Feuerwehr herbeigeholt, die auch tatsächlich kam und den Brand löschte. Der Reviervorsteher musste sich am 11. November vor dem Polizeipräsidenten deswegen verantworten. Geschehen ist ihm nichts. Auf eigenen Antrag wurde er längst zum Regimegegner geworden, 1942 in den Ruhestand versetzt. Landgerichtsdirektor Dr. Ignaz Tischler in Landshut war kein Mann des Widerstands. Er war konservativ von Gesinnung, stand im November 1938 im 62. Lebensjahr. Er war von 1918 bis 1933 Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei gewesen und zur Förderung seiner Karriere dann der NSDAP beigetreten. Dr. Tischler hatte sich aber in seinem Rechtsempfinden nicht beirren lassen und stellte es am Vormittag des 10. November 1938 unter Beweis, als ein Justizangestellter sich damit brüstete, wie er mit anderen SA-Männern in der Nacht die Wohnung eines jüdischen Kaufmanns verwüstet hatte. Der Landgerichtsdirektor missbilligte die Tat ausdrücklich und erklärte, wenn er darüber zu richten hätte, würde er auf Schadensersatz erkennen und eine Gefängnisstrafe verhängen. Am Abend des folgenden Tages wurde Tischler in einer Kundgebung vom NSDAP-Kreisleiter angegriffen. Einen Tag später stand es in den lokalen Zeitungen und am Nachmittag des 12. November wurde der Jurist von 50 jungen Leuten, angeführt von einem Funktionär, durch die Stadt getrieben, als Judenknecht und Sauhund verhöhnt, mit Fußtritten traktiert. Der gröhlenden Menge musste er ein Plakat zeigen, auf dem zu lesen war: Tischler ist ein Volksverräter, er gehört nach Dachau. Entscheidend für den Fall ist, dass Tischler über diese öffentliche Schmähung hinaus nichts passiert ist. Er durfte sich selbst insgeheimer Solidarität erfreuen. Sein Vorgesetzter, der Landshuter Landgerichtspräsident, wusste bei der dienstlichen Behandlung der Angelegenheit so geschickt die offizielle Lesart vom spontanen Volkszorn, der zum Pogrom geführt habe, mit der tatsächlichen Steuerung der Ereignisse zu konterkarieren, dass Tischler alle Hürden vom angedrohten Strafprozess bis zum Parteiverfahren unbehelligt überstand. Weniger glimpflich kam Julius von Jahn, Pfarrer im württembergischen Dorf Oberlenningen, davon. In seiner Bußtagspredigt am 16. November 1938 hatte er in aller Deutlichkeit den Pogrom verurteilt. Er sagte: Ein Verbrechen ist geschehen in Paris. Der Mörder wird seine gerechte Strafe empfangen, weil er das göttliche Gesetz übertreten hat. Wir trauern mit unserem Volk um das Opfer dieser verbrecherischen Tat. Aber wer hätte gedacht, dass dieses eine Verbrechen in Paris bei uns in Deutschland so viele Verbrechen zur Folge haben könnte? Hier haben wir die Quittung bekommen auf den großen Abfall von Gott und Christus, auf das organisierte Antichristentum. Die Leidenschaften sind entfesselt, die Gebote Gottes missachtet. Gottes Häuser, die anderen heilig waren, sind ungestraft niedergebrannt worden. Das Eigentum der Fremden geraubt oder zerstört. Männer, die unserem deutschen Volk treu gedient haben und ihre Pflicht gewissenhaft erfüllt haben, wurden ins Konzentrationslager geworfen, bloß weil sie einer anderen Rasse angehörten. Mag das Unrecht
auch von oben nicht zugegeben werden. Das gesunde Volksempfinden fühlt es deutlich, auch wo man nicht darüber zu sprechen wagt. Der unerschrockene Pfarrer schloss seine Predigt mit der Fürbitte: Gott möge Adolf Hitler und der Reichsregierung Einsicht und den Geist der Buße schenken. 9 Tage nach der Predigt erschien ein Trupp von 200 Nazis vor dem Oberlenninger Pfarrhaus, prügelte den Pfarrer nieder und schleppte ihn ins Gefängnis. Nach 4 Monaten Haft wurde er aus Württemberg ausgewiesen, war dann in Bayern als Pfarrverweser tätig. Im folgenden Jahr wurde er wegen Verstoßes gegen das Heimtückegesetz zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt, später auf Bewährung entlassen, schließlich zur Wehrmacht eingezogen. Im September 1945 kehrte er in sein Pfarramt nach Oberlenningen zurück. Er hatte sich solidarisch gezeigt gegenüber Hilfsbedürftigen, gegenüber den Juden. Aus den Reihen der bekennenden Kirche, der er angehörte, erfuhren Pfarrer Jahn und seine Familie Fürsorge und Zuspruch. Die Amtskirche jedoch zeigte sich zurückhaltend. Ein Erlass der Kirchenleitung nahm Bezug auf die Bußtagspredigt mit der Bemerkung, es sei wörtlich selbstverständlich, dass der Diener der Kirche alles zu vermeiden hat, was einer unzulässigen Kritik an konkreten politischen Vorgängen gleichkommt. Ende des Zitats. Der Kirchenleitung war am Frieden mit der staatlichen Obrigkeit mehr gelegen als an christlicher Barmherzigkeit und Solidarität mit Hilfsbedürftigen. Das Verhalten dieser 3 Männer, die sich in der Stunde der Not solidarisch zeigten, entlarvt auch die Lebenslüge der Mehrheit, die nach dem Ende des NS-Regimes beteuerte, man habe ja nichts machen können gegen den Terror, man sei ja gleich ins KZ gekommen oder umgebracht worden, wenn man aufgemuckt habe. Deshalb hätten sie bei aller Missbilligung der Vorgänge nichts unternommen, nichts unternehmen können. Solidarität ohne Wenn und Aber übte ein Berliner Paar und dessen Freundeskreis. Die Journalistin Ruth Andreas Friedrich und ihr Partner, der Dirigent Leo Borchardt, hatten jüdische Freunde. In der Pogromnacht fanden sie sich, die jüdischen Freunde, in der Wohnung der beiden ein und sie baten um Obdach, um Hilfe, um Trost. Das Haus war schließlich voll von jüdischen Personen auf der Flucht vor dem inszenierten Pogrom der Reichskristallnacht. Ruth Andreas Friedrich und Leo Borchardt waren nicht nur in der Schreckensnacht solidarisch. Sie halfen bei der Ausreise, betreuten Zurückbleibende, versteckten Untergetauchte. Aus ihrer Solidarität und der ihres Freundeskreises entstand die Widerstandsgruppe Onkel Emil, die bis zum Ende der NS-Herrschaft unentdeckt blieb und segensreiche Solidarität mit Juden entfaltete. Die Fantasie derer, die sich wie Pfarrer Julius von Jahn der Untaten des NS-Regimes schämten, die Zivilcourage zeigten, wie der Reviervorsteher Grützfeld, oder die sich nach dem Pogrom Juden gegenüber solidarisch zeigten, wie die Berliner Gruppe Onkel Emil, reichte im November 1938 aber kaum weiter als zur Vorstellung, die Machthaber wollten die Juden gewaltsam ins Ghetto zurücktreiben oder schlimmstenfalls endgültig aus Deutschland jagen. Bis Auschwitz reichte keine Vorstellungskraft.
wie hätte sie das auch können, überstieg doch das Bevorstehende die mit dem Pogrom erst eingeleitete letzte Ausgrenzung noch lange die Fantasie sogar der meisten deutschen Juden als den vom nationalsozialistischen Rassenwahn zuerst Betroffenen. Der Schriftsteller Heinrich Mann erkannte in den von höchster Stelle in Deutschland inszenierten und sanktionierten Untaten des November 1938 zwei Absichten. Der Hitlerstaat mache Reklame, auch mit seinen Verbrechen, um die Welt in Schrecken zu halten. Die Menschheit solle erstarren und darüber den Widerstand, den er wie viele andere ins Exil getriebene Intellektuelle, Künstler, Wissenschaftler von den Deutschen forderte, vergessen. Der andere Zweck des Pogroms gegen die Juden in Deutschland sei ein pädagogischer. Er bestünde in der Erziehung der gesamten Mitwelt zur Unmenschlichkeit vermittels der Gewöhnung an ihren Anblick, schrieb Heinrich Mann. Das kann man als Projekt zur Entsolidarisierung deuten. Entmenschung sei die einzige Lehre des Nationalsozialismus, schrieb Heinrich Mann. Sein eigentlicher Lehrsatz bestehe in der Botschaft, der Mensch habe kein Recht auf Freiheit und Würde und er habe selbst das Leben nur so lange der Führer es ihm schenkt. Im Ausland wurde die Verletzung elementarer deutscher Tugenden wie Respekt vor privatem Eigentum, Sparsamkeit, Achtung religiöser Stätten und nachbarschaftliches Verhalten, womit die ganze Skala von Zurückhaltung bis Hilfsbereitschaft einschließlich der Solidarität gegenüber Mitmenschen gemeint ist, im Ausland wurde das mit Verwunderung registriert. Die alltäglichen Normen bürgerlichen Verhaltens im Rechtsstaat schienen für die Gewaltakte des November 1938 suspendiert. Zutreffend an solchen Vermutungen, die sich in den Spalten der internationalen Presse fanden, dass das Deutsche Reich vor aller Welt demonstrierte, dass es kein Rechtsstaat mehr war. Die bürgerlichen Konventionen galten zwar weiter, nur eben nicht mehr für die Juden und je nach Belieben auch nicht für andere Minderheiten. Man kann die Novemberpogrome als ein Ritual öffentlicher Demütigung deuten, als inszenierte Entwürdigung einer Minderheit, gegen die latente Hass- und Neidgefühle mobilisierbar waren. Tatsächlich waren die Novemberpogrome Akte der Entsolidarisierung mit Bürgern, die als Feinde ausgegrenzt wurden. Die Entsolidarisierung war staatlich inszeniert und durch Propaganda vorbereitet worden. Die Wirkung zeigte sich unmittelbar. Das jüdische Leben in Deutschland erlosch nach den Pogromen. Am 12. November 1938 konferierten Vertreter des Staats und der NSDAP unter Vorsitz Görings, des zweiten Manns im Dritten Reich. Sie beschlossen die Enteignung der geschädigten Juden. Sie besprachen die sogenannte Arisierung des jüdischen Eigentums und diktierten den deutschen Juden eine Sondersteuer in Höhe einer 1 Milliarde Reichsmark. Der messbare, das heißt physische und ökonomische Schaden der Reichskristallnacht ist erheblich größer als im November 1938 von den Anstiftern der Pogrome bilanziert wurde. Mehr als 1.400
ausgebrannte und geplünderte Synagogen, mindestens 177 zerstörte Wohnhäuser, 1300 bis 1500 Tote, 30.756 Verhaftungen jüdischer Männer, von denen 1000 die Konzentrationslager Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald nicht überlebten, beziehungsweise an den Folgen der Haft teilweise erst sehr viel später starben. Die politischen, sozialen und emotionalen Schäden entziehen sich jeder Bilanz, aber sie sind von Dauer. Wenige Bürger hatten den Juden Solidarität erwiesen. Viele waren zu Gewalttätern geworden, die demonstrierten, wie dünn der Firnis der Zivilisation jeder bürgerlichen Wohlanständigkeit aufgetragen ist. Die Erkenntnis aus den Novemberpogromen darf deshalb nicht nur darin bestehen, dass Antisemitismus auch 8 Jahrzehnte später lebendig ist und bekämpft werden muss. Erinnern und gedenken an die Schande der christlichen Mehrheit und das Leid der jüdischen Minderheit sind notwendig. Aber auch das genügt nicht. Die Lektion aus der Geschichte ist erst vollständig gelernt und begriffen, wenn die Diskriminierung aller Minderheiten, sei es wegen ihrer Religion oder Kultur, ihrer Herkunft, ihrer sozialen Situation, ihrer sexuellen Orientierung oder was auch immer, geächtet ist. Solange Ängste der Mehrheit durch Ressentiments gegen Minderheiten und Fremde gelindert werden, sind Ausbrüche bürgerlicher Rohheit zu fürchten und man darf nicht auf die Solidarität der Anständigen, der Vernünftigen hoffen. Deshalb gibt der Erfolg von Demagogen, die ihre Gefolgschaft mit populistischen Phrasen und der Denunziation von dazu stigmatisierten Fremden in politischer Bewegung halten, Anlass zur Sorge vor neuem Ausbruch eines angeblich spontan aufwallenden Volkszorns. In Hoyerswerda und Rostock erfolgte er Anfang der 1990er Jahre und wurde als Teil der Wendekrise erklärt. In Dresden und Freital, in Cottbus und Chemnitz wüteten Rechtsradikale und Bürger, die sich der Mitte zurechnen, gegen Flüchtlinge und Asylsuchende, gegen Muslime, weil sie angeblich anders, tatsächlich unerwünscht sind. Wiederholt sich dort Geschichte mit neuen Opfern? Die Verweigerung von Solidarität mit Hilfesuchenden, Flüchtigen, mit Menschen in Not hat sich längst wiederholt. Die Reichskristallnacht war nicht der letzte Pogrom in Deutschland und nicht die letzte öffentliche zur Schaustellung verweigerter Solidarität. Im Sommer 1992 raste entfesselter Mob, tobte sich in Brandstiftung und Steinwürfen aus. In Rostock und zuvor schon andernorts wie in Hoyerswerda spendeten Bürger fremdenfeindlichen Randalierern Applaus, feuerten sie an, vermittelten ihnen, während die Obrigkeit unsichtbar war, den Eindruck, sie handelten im Auftrag der schweigenden Mehrheit. Ja, sie hätten gar den Beifall interessierter Politiker, wenn sie mit Krawall und Feuer, mit Hassgesang und Mordversuch eine unerwünschte Minderheit vertrieben oder so lange terrorisierten, bis sie amtlicherseits abtransportiert werden musste, weil ihre Sicherheit vor Ort nicht mehr gewährleistet werden konnte. Andere nahmen die Reaktion staatlicher Stellen als Ansporn
fühlten sich in ihrer Fremdenfeindlichkeit bestätigt und wieder andere zogen eigene Schlüsse zur Nutzanwendung aus den Ereignissen. Eine Gemeinde in Brandenburg wehrte die Einquartierung von Asylbewerbern dadurch ab, dass sie jugendliche Rechtsextremisten dafür bezahlte, die vorgesehene Unterkunft niederzubrennen. Der Erfolg wurde mit einem bierseligen Fest gefeiert. Das geschah 1993 und es war kein Einzelfall. Fremdenhass entlud sich auch in brennenden Wohnheimen, im Gebrüll rechter Aktivisten, die seit 2014 gegen Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge demonstrieren. Fremdenhass entlud sich in Brandstiftung, in Pöbelei, in Gewalt. Die Täter sind aber wie 1938 nicht nur Rechtsextremisten, organisiert in der fremdenfeindlichen, nationalistischen und gegen Europa eingestellten Partei Alternative für Deutschland und zusammengerottet in der Dresdner Empörungsbewegung Pegida, finden sich Bürger aus der Mitte der Gesellschaft im Protest gegen die demokratischen Errungenschaften Toleranz und Weltoffenheit, die als Lehre der Geschichte der Reichskristallnacht unsere politische Kultur bestimmen und Solidarität mit Hilfesuchenden automatisch zur Forderung machen. Sind die Parallelen zwischen Rostock 1992 und dem Novemberpogrom 1938 von der Größenordnung der Ereignisse abgesehen nur äußerlich? Oder haben die ausländischen Beobachter recht, die beschämenden Ereignisse in Deutschland als Beweis dafür werten, dass die Deutschen quasi genetisch bedingt faschistische Eigenarten aufweisen, die erst jetzt nach dem Ende der Aufsicht der Siegermächte des Anti-Hitler-Kriegs über das zweigeteilte Deutschland wieder zutage treten? Davon kann gewiss keine Rede sein. Um Annäherungen an eine Antwort zu finden, muss man sich aber immer wieder und zwar differenziert vergegenwärtigen, was jeweils geschah und welche Lehren daraus für die politische Kultur zu ziehen sind. In der Reichskristallnacht wurde unter regierungsamtlicher Regie das Signal gesetzt zur definitiven, zur physischen Ausgrenzung der Juden in Deutschland, die mit den Nürnberger Gesetzen 1935 und einer Flut von diskriminierenden Verordnungen längst begonnen hatte, die nach dem Pogrom mit der Wegnahme des Eigentums durch Arisierung, durch Ghettoisierung, Stigmatisierung, durch den Judenstern und schließlich mit der Deportation in die Vernichtungslager im Osten endete. In Rostock entluden sich 54 Jahre nach der Reichskristallnacht Frustrationen und sozialer Stress an unschuldigen Objekten der Aggression, an Fremden, auf die ein verbreitetes Unbehagen an unübersichtlichen und als bedrohend empfundenen Zuständen projiziert wurde. Interessierte Politiker haben, als sie das vermeintliche Ausländerproblem in Szene setzten, das ihre dazu beigetragen. In ungläubigem Staunen sahen sie dann zu, wie ihnen die Kontrolle über den Protest entglitt. Der entfesselten Wut der Straße, die auch und vor allem ihnen galt, haben sie stunden- und tagelang
nichts entgegenzusetzen gehabt. Unter dem Beifall der in ihrem Ordnungssinn gekränkten Bürger errang die Straße einen vorübergehenden Sieg. Nicht anders war, trotz allem Entsetzen, trotz der Scham und dem Zorn der Mehrheit der deutschen Bürger über die Vorgänge, die Abwesenheit der Polizei, die anschließende Publizität der rechten Szene, die vielfache Nachahmung des Rostocker Aufruhrs bis hin zu den Morden in Mölln und Solingen zu verstehen. Der Pogrom von Rostock-Lichtenhagen im Stress der Wende 1992-93 war ein Menetekel. Die Belagerung von Wohnheimen, gröhlende Dorfbewohner wie in Klausnitz, jubelnde Fremdenfeinde in Bautzen, die Feuerwehrleute am Löschen einer brennenden Flüchtlingsunterkunft hindern wollen, verängstigte Flüchtlinge sind Zeichen einer Menschenfeindlichkeit, die zutiefst erschreckt. Trotzdem, die Ereignisse der Gegenwart sind zwar Zeichen der Erosion der gesellschaftlichen Mitte, von bürgerlicher Roheit, aber nicht wie die Pogrome von 1938 von der politischen Führung gewollt. Die Ereignisse zeigen aber, wie dünn der Firnis von Zivilisation und Kultur ist, wenn Solidarität gefragt ist. Die Ereignisse in Rostock und Hoyerswerda und die fremdenfeindliche Wut der Jahre ab 2014 sind, das bleibt festzuhalten, Ausfluss von Unsicherheit, von Angst und Dumpfheit von unten. Und darin liegt der wesentliche Unterschied zur Schreckensnacht des Jahres 1938. Im November 1938 war die Situation trotz äußerer Ähnlichkeiten anders. Die Reichskristallnacht war von Staats wegen inszeniert, kaltblütig und flächendeckend kalkuliert, und sie diente als Auftakt für Schlimmeres, für den letzten Akt aggressiver Rassenpolitik des NS-Regimes gegen die jüdischen Bürger des Deutschen Reiches. Gemeinsam ist aber den Ereignissen von 1938 und 1992 und den folgenden Jahren das Versagen, die Abwesenheit bürgerlicher Solidarität, die an Ort und Stelle sichtbar gewesen wäre und nicht sichtbar gewesen ist. Die materiellen Schäden des Novemberpogroms und seiner Folgen wurden im Rahmen der Wiedergutmachungsgesetzgebung der Bundesrepublik so gut es ging behoben. Die immateriellen Beschädigungen der Menschen durch Demütigung und Misshandlung, durch den Verlust von Heimat und Selbstvertrauen, durch den Verlust von Glück und Gesundheit waren nicht wieder gut zu machen. Nicht wieder gut zu machen war auch der Verlust an bürgerlicher Sicherheit durch den öffentlichen Entzug der Solidarität. Ich bedanke mich sehr für die freundliche Geduld mit meinem Vortrag. Berichtet hat und von der Notwendigkeit von Solidarität, so wie wir sie meinen, im Sinne von Courage und von Widerstand. Es sind auch die ersten Fragen schon da. Ich darf es nochmal für alle sagen, bitte schreiben Sie in den Facebook-Chat. Dann kann ich die Fragen hier weitergeben. Ich lege mal los. Die erste Frage ist, gibt es Solidarität ohne Freiheit und Gerechtigkeit? Das ist eine Frage aus dem Studierendenkreis. Könnte man provokant behaupten,
Deutsche seien der NSDAP, ihrem Regime, ihrer eigenen Familie und der Mehrheit ihres Umfeldes gegenüber solidarisch gewesen. Die Solidarität und die damit eingehende Identifikation mit dieser Zerstörungswut Wuden gegenüber zur Folge hat. Also gibt es Solidarität ohne Freiheit und Gerechtigkeit, wäre die Hauptfrage. Ja. Natürlich gibt es Solidarität ohne Freiheit, gerade in den widrigsten Umständen, wo Freiheit und Selbstbestimmung fehlen, ist Solidarität umso notwendiger. Wir haben dafür Beweise und leider auch wieder für das Fehlen von Solidarität in den Konzentrationslagern. Mit der Solidarität von Mithäftlingen, die man kannte, mit denen man befreundet war oder von Verwandten, hatte man eine Überlebenschance. Ohne diese Solidarität von irgendwelchen, die Anteil genommen haben, die Brot geteilt haben, die geschützt haben vor dem Appell, ohne Solidarität waren die Überlebenschancen unendlich viel geringer. Der von Solidarität Getragene hatte eine Chance. Der nicht von Solidarität, der Alleingelassene, der Alleinstehende hatte kaum eine. Und das heißt, gerade in solcher Situation ist Solidarität noch notwendiger als in geordneten oder einigermaßen geordneten Verhältnissen, wo es nur um Karriere, um Wohlergehen, um das Heil der Familie geht. Eine weitere Frage aus dem Studierendenkreis. Frage, da die Entsolidarisierung der Bevölkerung nach Muster an verschiedenen Orten organisiert wurde, muss man doch annehmen, dass es sich um einen planvollen politischen Akt handelte. Wie lange wurde der vorbereitet? Könnten Sie da ein Beispiel darauf eingehen? Ich habe die Frage vielleicht nicht ganz verstanden nach dem Plan. Ich denke, dass man das organisieren musste, dass es ja auch vielerorts diese die Entsolidarisierungsmaßnahmen gab, die Verbrechen gab. Und wie kann man sich diese Vorbereitung vorstellen? Haben Sie dazu Erkenntnisse? Was hat man sich vorher getroffen? Es gibt überhaupt nicht den geringsten Anhaltspunkt. Aha. Dass die fehlende Solidarität geplant war, dass die inszeniert war. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das hätte geschehen sollen. Das Einzige, aber das war ein Prozess, der längst in Gang gekommen war, war, die Bevölkerung in Furcht und Schrecken zu versetzen, durch legislative, durch administrative, durch exekutive Maßnahmen. Mit dem Heimtückegesetz, also das bedeutet, Kritik an der Regierung wird von der Justiz gestraft. Alles andere kann ohne jede weitere Begründung direkt von der Gestapo mit Hilfe des Instrumentariums Konzentrationslager gestraft, geahndet werden. Das war ein Prozess, der kam 1933 in Gang. Die Einschüchterung der Bevölkerung, da musste man also jetzt nicht speziell Solidarisierungspläne üben. Es reichte, die Leute einzuschüchtern, und zwar generell, und das ist ganz gut gelungen. Eine Frage, die ich selber auch gehabt hätte, und eine ganz genuine Frage. Sie haben am Schluss vom dünnen Firnis der Zivilisation gesprochen, der Kultur, und haben vor allem über 1938 berichtet. Gleichzeitig haben Sie über heute berichtet. Und es hörte ja eigentlich kaum auf. Es gibt so viele Ereignisse der letzten Jahre, die ähnliche Verbrechen waren. Und dann fragt man sich vielleicht auch gerade an einer Bildungseinrichtung, wie kann man sich das auch nur halbwegs plausibel machen, dass nach so vielen Jahren des Unterrichts, der Aufklärung, der Berichte und so weiter,
dass das Firnis der Zivilisation nicht doch etwas dicker ist? Naja, Aufgabe von Schule und Universität ist es natürlich in erster Linie, mit rationalen Mitteln, durch Vermittlung von Einsicht in Zusammenhänge, durch historische Beispiele, wie ich sie jetzt darzubieten versuchte, den Firnis dicker aufzutragen und die Menschen sensibler zu stimmen, durch Einsicht, durch Erkenntnis. Und ich denke, wir sind ein bisschen vorangekommen schon, trotz aller betrüblichen Momente und Beobachtungen. Die Solidaritätswelle 2014 war ja, als die Flüchtlinge kamen, war größer als die Welle von Hass und Abscheu. Nur, wenn ein Heim, das Flüchtlinge aufnehmen soll, niedergebrannt wird von bornierten Bürgern, die egozentrisch von Solidarität gar nichts halten, das findet große Aufmerksamkeit, darüber wird berichtet. Von den vielen, die aufbrechen zu helfen, die Kleider sortieren, die Unterkünfte bereitstellen, die still und freundlich ihre Solidarität bekunden, das ist nicht medienträchtig, das merkt man nicht. Das muss man aber natürlich auch wissen, dass die Solidarität im Zweifelsfall zumindest in unseren Tagen größer ist als die fremdenfeindliche Wut, als der politisch gepredigte Hass, dass es keinen Konsens gibt, dass man nicht solidarisch sein darf. Ein bisschen sind wir fortgeschritten, aber es ist dünnes Eis und wir müssen darum täglich, stündlich im Alltag und immer darum kämpfen, dass dieses bisschen Leere aus der Geschichte sich nicht in Schall und Rauch auflöst. Sie haben auch das ein oder andere Mal von Scham gesprochen und von später Solidarität in einzelnen Fällen. Und das wäre auch die nächste Frage, die mir geschickt wurde. Scham wegen der Barbarei. Nachdem die Verletzlichkeit so eindeutig zutage trat von denen, die angegriffen worden sind, gab es denn nicht mehr vehemente, spontane Gegenwehr oder späte Verteidigung mutiger? Könnten Sie zu diesen, fallen Ihnen da vielleicht aus Ihrer Forschung Beispiele ein? Ja, mir fällt da natürlich vor allem der Vergleich ein zu der Judenboykottaktion am 1. April 1933. Da gab es schöne Beispiele, etwa ein hoher Offizier in Uniform begibt sich demonstrativ in ein jüdisches Tabakgeschäft und kauft dort eine Kiste Zigarren, schiebt den SA-Mann, der mit dem Schild kauft nicht beim Juden, vor dem Lokal steht, beiseite und trägt die Zigarre nach Hause. Der Witz daran ist, der raucht überhaupt nicht. Der hat die Zigarren nur gekauft, um das Zeichen der Solidarität zu setzen. Solche Beispiele vom April 1933 gibt es viele. Es gibt sie überhaupt nicht von der Reichskristallnacht. Die Solidarität in der Reichskristallnacht wurde heimlich und verschwiegen geübt und nicht mehr demonstrativ.
Da wurden keine Zeichen wie 5 Jahre zuvor gesetzt, sondern man hat sich nichts anmerken lassen, auch wenn man sich geschämt hat. Einzelne Berichte gibt es darüber, aber man hat nichts getan. Das eindrückliche Beispiel, das ich am Anfang vorgeführt habe, 2 Wehrmachtsoffiziere, also doch immerhin Männer von Rang, Geltung und Würde, die am Kudamm in Berlin der Menge, die gegen Juden tobt und rast, Einhalt gebieten will, sagen, seid doch anständig, verhaltet euch doch vernünftig. 2 Offiziere in Uniform werden von der aufgebrachten, wütenden Menge verjagt. Und können sich also mit ihrem Appell zu Anstand, zu Solidarität also überhaupt nicht mehr durchsetzen. Das ist die Klimaveränderung in den 5 Jahren. Auch wenn man nicht sofort totgeschlagen wurde, auch wenn man nicht sofort ins Konzentrationslager kam, die Angst, es könnte einem etwas geschehen, Die Angst vor dem Terrorregime hatte von allen so stark Besitz ergriffen, dass man allenfalls Scham empfand, inbrünstige innere Wut, aber zu keinem Zeichen der Solidarität mehr fähig war. Scheint ja auch sehr viel mit Psychologisierung zu tun zu haben. Wie baut man eine Gesellschaft, wo externalisiert man zu einer Sündenbockfunktion? Viele Fragen, die ich hier bekomme, gehen über Deutschland hinaus, gehen auch über die NS-Zeit hinaus. Zum einen sind es aktuelle rassistische Unruhen, Auseinandersetzungen, Verbrechen in den USA, aber auch historische, das Massaker von Tulsa 1921. Diese Vergleichsfragen sind immer ein bisschen schwierig, aber könnten Sie dennoch ein bisschen in globalerer Perspektive über dieses Thema Fremdenfeindlichkeit, Rassenunruhen und Solidarität sprechen? Ich weiß, das ist eine riesige Frage. Ja, das ist natürlich mein eigentliches Thema. Sie haben das am Anfang in der Vorstellung auch freundlicherweise erwähnt. Da habe ich gerade ein dickes Buch, für das ich jetzt weiter keine Werbung mache, publiziert. Es ist ganz offensichtlich eine Grundeinstellung und gehört also zur gesellschaftlichen Grundausstattung. Die Mehrheit braucht Feinde. Die Mehrheit braucht die böse Minderheit, der man die schlechten Eigenschaften zuschreibt. Dann geht es den Angehörigen der Mehrheit besser. Das ist für das Selbstverständnis der Mehrheit sehr gut, wenn man mit Fingern zeigen kann auf andere. Das hat sich traditionell über 2000 Jahre gegenüber den Juden so verfestigt, dass das NS-Regime auch keine übertrieben riesige Anstrengungen machen musste, dass die Juden als die Feinde, als die Schädlinge denunziert sind. Aber das funktioniert ganz offensichtlich in allen Gesellschaften. Das ist keine deutsche, keine nationalsozialistische Spezialität gewesen. Das funktioniert bei türkischer Obrigkeit gegenüber Kurden, das funktioniert bei chinesischer Obrigkeit gegenüber Uiguren, eine Minderheit, die sich aufgrund ethnischer Herkunft, aufgrund ihrer Religion, aufgrund kultureller Eigenarten definieren und mit negativen Zuschreibungen ausstatten lässt, trägt zum Wohlbefinden der Mehrheit bei, die sich dann im satten Gefühl, dass sie ja auf der richtigen Seite ist, sonnen kann. Und das ist also
die eigentliche und die einzige wirklich wichtige Lehre aus der Vorurteilsforschung, die ich jetzt ein paar Jahrzehnte lange betreibe. Es liegt nicht am Opfer, sondern es ist immer es geht immer von der Mehrheit aus, und der natürliche Drang, das hat die Reichskristallnacht gezeigt, ist, man will zur Mehrheit gehören und nicht zur Minderheit und schon gar nicht zu einer Minderheit, der nur schädliche, böse und schlechte Eigenschaften zugeschrieben werden. Aber die Minderheit ist nicht schuld, die Juden sind nicht schuld, wenn sie stigmatisiert und diskriminiert werden, sondern die Mehrheit braucht diesen Mechanismus für ihr Selbstverständnis. Das deckt sich eigentlich mit dem Zeitungskommentar von Herbert Brandtl vom Wochenende, dass man sagt, eigentlich braucht man so gesehen mehr Außenseiter in der Gesellschaft, die diesen Widerstand leisten. Die Frage, die ich noch hätte, ich habe noch viele, ist sehr konkret. Sie haben China erwähnt, Sie haben auch, glaube ich, die Türkei erwähnt. Und jemand möchte von Ihnen wissen, wie Sie die Aussagen des türkischen Präsidenten sehen, der sagt, es gibt keinen gemäßigten Islam, sondern nur den Islam. Könnten solche Aussagen in Hinsicht auf die Furcht vor islamistischen Terroranschlägen ebenfalls zur Entsolidarisierung von Menschen gegenüber Menschen muslimischen Glaubens führen? Ja, die Furcht vor dem anderen ist der stärkste Motor, ist die stärkste Antriebskraft überhaupt. Und da braucht es nicht sehr viel Nachhilfe. Und Demagogen gibt es genug, die genau auf die Überfremdungsängste, auf die Existenz, auf die Verlustängste der Mehrheit reflektieren, um jetzt die übergroße Zahl der friedlichen und freundlichen Muslime mit einer winzigen Zahl von Verbrechern, den Islamisten, die Religion missbrauchen, gleichzusetzen. Das funktioniert genauso, wie es bei unseren Urgroßeltern gegenüber Juden funktioniert hat, dass die Juden nur Geschäfte im Sinn hätten, dass die Juden uns dominieren wollten. Man hat das dann in beiden Fällen jeweils auch mit Lesefrüchten aus den religiösen Schriften der zu Diskriminierenden zu beweisen geglaubt. Also es braucht nicht sehr viel Anstrengung, um die latent vorhandenen Ängste in der Mehrheit zu stimulieren. Das ist natürlich auch ein sehr bedenkliches Ergebnis, denn Sie haben ja auch gesagt, dass sehr viel Hass aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Also nicht aus den Personen, nicht aus der Nazi-Ecke, nicht aus den Personen, denen es vielleicht wirklich nicht gut geht, sondern da frage ich mich ganz platt, vor was haben die Angst? Wo kommt dann diese Furcht her? Aus der Mitte der Gesellschaft, zumindest hier, es ist ein relativ friedliches Leben über Jahrzehnte hinweg. Wie speist sich die Furcht? Die ist ja nicht konkret, jedenfalls in vielen Fällen. Es braucht ja keinen konkreten Anlass, um Furcht zu empfinden. Die Anhängergemeinde, die das Buch eines Demagogen, eines sozialdarwinistischen Demagogen, ich habe den Namen vergessen, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Deutschland schafft sich ab, in dem er beweist, dass wir überfremdet werden, dass wir alle islamisiert werden, weil die dummen Muslime so viel mehr Kinder kriegen als die gescheiten Deutschen. Dieser Mann hat ja dessen Anhängerschaft
rekrutiert sich aus der Mitte der Gesellschaft. Das sind die Menschen, die mit dem dicken Mercedes in ihre Geschäfte fahren. Das sind nicht, das ist nicht ein Prekariat, dem jetzt muslimische Einwanderer den Tagelöhnerjob weggenommen haben, sondern die Furcht, die Reichen, die Wohlhabenden haben die Furcht. Und das war immer so, wer viel besitzt, hat oftmals mehr Angst als derjenige, der wenig hat. Wer sehr viel Macht hat, hat viel mehr Angst, die zu verlieren, als jemand, der keine Macht hat. Und auf dieser Klaviatur lässt sich ja mit den vorhandenen Ängsten, die jeder hat. Jeder hat Verlustängste, jeder hat irgendwelche Ängste. Das ist so leicht zu stimulieren, dass es wahrlich kein Ruhmesblatt ist für diejenigen, die Traktate à la Deutschland schafft sich ab verfassen. Ich weiß, dass unsere Zeit ist schon um. Ich habe noch sehr viele Fragen. Ich würde eine letzte stellen wollen, die auch so ein paar Fragen bündelt. Und zwar haben Sie oft geredet von der Würde des Menschen, die gewissen Gruppen entzogen wird. Da kommt natürlich das nach der Reichskristallmacht, nach dem Zweiten Weltkrieg, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wo auch Würde ganz zentral steht. Wie sehen Sie die Rolle dieser Erklärung? Warum vermag sie nicht mehr, als sie es tut? Könnte sie mehr? Es ist ja ein politisches, ein globales Instrument, auch wenn nicht alle Staaten sie ratifiziert haben. Ich hätte Interesse und viele andere auch an Ihrer Einschätzung der Rolle der Menschenrechte und der Erklärung für Fremdfeindlichkeit und die Überwindung davon. Da ich ja schon ziemlich alt bin, bin ich auch einigermaßen resigniert, was den Wert solcher Deklamationen anlangt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir sehen es jeden Tag im Alltag, sie ist leider antastbar. Und sie ist durch Denunziation, durch Diskriminierung, durch verbale Gewalt, durch Missachtung. Sie ist antastbar und da hilft die Deklamation in der feierlichen von allen oder fast allen Staaten der Erde ratifizierten dokumentarischen Form eben im Alltag ganz wenig. Wenn jemand davon überzeugt ist, dass die Roma-Frau, die bettelnd mit einem Kind am Straßenrand sitzt, dass das eine Schauspielerin ist, dass das eine bösartige Hexe ist, die abends mit dem Mercedes von ihrem Mann nach Hause gefahren wird. Wer von solchen Ängsten, von solchen Vorstellungen besessen ist, der wird diese Frau, die bettelnd am Straßenrand sitzt, zumindest mit Blicken, mit Worten, vielleicht mit Taten misshandeln. Und das feierliche Dokument, nachdem die Menschenwürde unantastbar ist, interessiert ihn überhaupt nicht. Er hasst einfach diese Person und ihren gesamten Hintergrund. Am Anfang habe ich gesagt, vor nahezu 2 Stunden, dass man vom 9. November lernen kann, dass er ein Tag ist, der nachdenklich macht. Und vielleicht ist es genau das, was auch hilft, durchzusetzen, Stückchen für Stückchen, dass die Würde aller Menschen etwas unantastbarer wird. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen allen, wo auch immer Sie jetzt da waren. Irgendwie waren Sie auch hier, auch wenn ich hier alleine stehe und Herr Benz drüben alleine steht. Ich bedanke mich für Ihre Fragen, dass Sie dabei waren und vor allem möchte ich mich bei unserem Gast bedanken. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Allseits trotz allem noch einen guten Abend. Auf Wiedersehen aus Eichstätt.